Und damit herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin der Patrick. Neuer Name, neues Glück. Ich habe mich entschieden, den Kanalnamen zu ändern. Also jetzt reingeschaut, wie ihr bestimmt schon mitgesehen habt. Da ich ja viele Einblicke widme, dachte ich mir, vielleicht wäre das ein passender Name. Wenn ihr Ideen habt, sagt sie mir gerne. Ich bin immer bereit für neue Ideen. Und ja, warum wir hier sind, ich möchte mir mit euch das Asterigos Curse of the Stars angucken. Ist heute released für Vorabbesteller und ja, ohne groß zu reden, schauen wir uns das Spiel mal an. Es ist so eine Art Souls-like Game, aber mit Schwierigkeitsgrad mal wieder. Was ich begrüße, wenn es nicht zu schwer ist oder zu leicht. Und schauen wir es uns doch mal an. Legen wir los mit Asterigos für die PS5. Optik ähnelt ein bisschen dem von Ubisoft, dem Spiel Phoenix Rising. Wer das kennt, weiß natürlich, um was es sich da so handelt, um die Grafik. Und ja, schauen wir uns das mal an. Oh. Hier alles läuft. Ich denke aber mal, ja. Ja, sieht gut aus. Asterigos, Curse of the Stars. Kurz in die Option reingucken. Fahre Deutsch. Hat leider keine deutsche Synchronisation. Aber ich denke mal, dürfte so alles okay sein. Ja, legen wir los mit Asterigos. Wählt ein Schwierigkeitsgrad. Story, Abenteuer oder Epos. Ich nehme mal den Mittelweg. Wollen ja nicht andauernd drauf gehen. Schauen wir uns mal das Intro an. The winds. I blacked out? The magic aura here must be too strong. And here I thought I'd gotten used to it. This is the cursed city of Aphis, after all. Huh. Oh, my things are all gone. Damn it. Just what I needed. Ist ein bisschen leise, kann das sein? Mikro ist auch zu weit weg. Oh. Einmal mal hier was anderes verstellt, gell? Funktioniert ja gar nichts mehr. So, Erkundung und Interaktion. Bewege euch mit linken Stick und erkundet eure Umgebung. Mit R umgucken. Mit X könnt ihr einen leuchtenden Gegenstand vor euch aufheben oder mit bestimmten Terrain interagieren. Ja, alles klar. Das Spiel kostet übrigens 35 Euro, PlayStation Store. Und wie gesagt, wer es vorbestellte, konnte es heute schon spielen. Und ja, schauen wir mal an, was das hier so kann. Hier kann man interagieren. Kampfgrundlagen. Waffenangriffe bestehen aus Angriffen und Techniken. Unterschiedliche Waffen verfügen über unterschiedliche Technikeffekte. Zum Beispiel ist die Technik von Schwert und Schild das Blocken, während Hammer einen aufgeladenen Angriff ausführen kann. Aha. Angriffe können während eines Ansturms und sogar nach einer Rolle ausgeführt werden. Das Fokussieren des Gegners kann auch sehr hilfreich sein. Ansturm, Rolle, abbrechen. R2. Damn! Some of my weapons are missing. What happened while I was knocked out? Hier liegt mein Sonderbefehl der Legion. Hiermit beauftrage ich Hilderkriegerin der Legion in meinem Namen zu handeln. Bla 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 bla. Ja. There's been no word from my father or the Legion since they arrived at the cursed city. I need to find them as soon as possible. This is my only chance to prove myself. I can't dawdle here. Maybe I should have a look around first. Oh, was haben wir hier noch? Some salve! Halbe. Still in the bag. Dare think about how I'd finish my mission without these medicines.
Wiederherstellung eben. Springen? Nee. Das ist Angreifen. Das ist Hammer, das ist Ausweichen, da geht auch die Ausdauer verloren. Da kann man L2 gedrückt halten. Okay. Hier haben wir weiter. Es gibt auch ein Rüstungssystem, wo man sehr viele neue Rüstungen bekommt. Bei den Waffen bin ich mir nicht ganz sicher. Da ist unser erster Gegner, aber irgendwie ist die Kamera mir zu langsam. Moment mal. Irgendwie finde ich jetzt die Musik zu laut ist und die Stimme zu leise. Was der Gegner? Hey, who's that? Hey, those are my weapons! Stop! Der auch schon wieder abhaut. Okay, was drin sein? Peinlich. Put down my weapons, you hear me? Oh, eine Kiste. Nehmen wir doch gerne mit. Kein Werkzeug zum Aufbrechen vorhanden. Ups, was hat jetzt gesagt? If I had my daggers, I could pry it open. Brauche ich eine Dolche. Ja, oder? Nee. Prüft die Umgebung auf alles Ungewöhnliche. Jetzt links oder rechts lang? Rechts, okay. Geh mal links. Wo bist du? Ja, das ist süß. Hey. Bin nicht. Das ist unten rechts die Anzeige. 100 von 100 Mana aber. Hey, stop! Damn it! He got through. I need to think of a way to get... Plattform. Mit X könnt ihr Plattformen, die nicht so hoch sind, erklimmen. Machen wir das doch mal. Is that a Magicite device up ahead? Denk dran, es ist so eine Art Souls-like. Also es wird knackig, das Spiel. Das hat mir Energie gekostet. Verdammt. Bin zu tief gefallen. Würde wahrscheinlich so der Fall sein. Das hier sind die Leuchtfeuer, oder was? Stellarsphäre. Wenn Hilda eine Stellarsphäre berührt, wird ihr Standort für Hildas Notfallteleportation gespeichert. Ausruhen, regenerieren, LP lässt aber bereits besiegte Gegner wieder erscheinen. Souls-like. Typische Souls-like-Mechanik. Fähigkeit. Öffne das Spielmenü, wechsel zur Seite Fähigkeit, wähle Talent und lasst Hilda durch den Einsatz von Talentpunkten, Verstärkungen, Fertigkeiten oder Bonustalente erlernen. Ihr müsst zuerst das Talent markieren und das direkt mit der bereits erlernten Verbindung. Ja, das ist klar. Fähigkeit. Wenn ihr mit Hilfe eurer Talente neue Fertigkeiten oder Bonustalente erhaltet, könnt ihr unter Fähigkeit Konfiguration eurer Fertigkeiten und Bonustalente verändern. Seid flexibel mit euren Fähigkeitskonfiguration, um Stufen zu meistern. Fähigkeit. Gleichzeitig könnt ihr eure Attributpunkte beliebig verteilen, um weiter Werte wie zum Beispiel Hildas LP zu erhöhen. Alles klar. Oh, what is this feeling? My body feels normal. It should be fine, right? Interagieren. Mal ausruhen. Ach, die sieht eigentlich echt nett aus, das Spiel. Aber hier haben wir unser Inventar. Aha. Materialquests.
starte ich Fähigkeiten. Attributpunkte. Angriff, LP, FSR und ASPR. Ich glaube Magie. Wir haben 7 Punkte. Ich würde mal ihre da rein und da ich eigentlich nicht so der Magier bin, gehe ich auf LP. Tipp. Ah, hier steht's doch. Schadensrate. Okay. Ich bleibe aber erstmal dabei. Ah. Talentpunkte. Was haben wir denn hier? Spornbrecherin. Linke Schatten. Angreifen könnte diese Energie, magische Edelstein. Brauchen würde, Rollen oder flinke Schritte kostet weniger AP. Das klingt gut. Längert den hinteren. Ja, das kann man auch machen. Was ist das? Je niedriger eure LP sind, desto mehr Schaden verursacht und erleidet ihr. Erhöht die Menge an Sternstaub, die fallen gelassen wird, wenn ein Gegner besiegt wird. Sternstaub ist, glaube ich, die Art, die Seelen. Deswegen nehme ich das. Erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass Gegner seltene Material. Oh ja. Ja. Und gehen wir noch hin. Nehmen wir das hier noch. So. Kann man die ja wieder rausnehmen? Ja, man kann es auch wieder rausnehmen. Okay. Alles klar. Ledig. Okay. Dann bestätige halt nicht. Okay. Habe ich jetzt einen weniger? Ah, ne, ich habe das gehabt. So. Ach, ich muss. Ach so. Ah, okay. Hab's verstanden, ich muss Viereck drücken noch vorher. Okay. Dann. Bonus-Talent haben wir nicht. Oh. Dann hier mit Viereck. Ah, vielleicht sollte man die Magie doch nicht unterschätzen. Aber hier habe ich noch nichts. Oh Gott, was gibt's? Ach, hier, Schatzjäger ein. Das erinnert mich ein bisschen an Final Fantasy 9. Ihr wisst, was ich meine. Jetzt drin? Ja. Gut, dann gehen wir mal weiter. Hier war das jetzt. Oder ich probiere es mal einmal aus. Nett. Aber es regeneriert sich nicht von alleine. Kann ich ihn nur einmal einsetzen. Okay. Gut, ich habe 2 Mana-Tränke. Ziel fokussieren. Wenn jetzt Gegner in eurer Nähe befinden, könnt ihr eure Kamera ein fokussieren lassen. Ja, wie bei Dark Souls halt. Sag mal ja, ein Knopf, das. Wollte ich B1 angreifen. Da haben wir jetzt 90 Sternstaub, glaube ich, bekommen. Das sind die Seelen. Mal auch anschleichen. Nix. Egal. Kommt das von alleine zu mir kommt. Ah, jetzt brauche ich immer R1 drücken. Den kommen aber alleine zu mir. Looks like you want it the hard way. Fertigkeit einsetzen, ja, das habe ich schon gesehen. Ja, hier. Ah, muss ich kaputt machen.
Okay. Einfach mal beide wickeln. Nee. I need to hurry up and find my weapons. Aber was mir hier nicht gefällt, ist, Kamera geht mir zu langsam. Kamera. Findlichkeit. Nochmal auf 1. Ja, ist schon ein bisschen besser. Banker. Lass mal einen nehmen. Okay. Einmal links trinken. Da liegt was. Staff, Spear, Bracelets and my daggers. Achso, okay. Jetzt seht die, die fehlen gar nicht. Waffen ausrüsten. Nachdem ihr alle Waffen gefunden habt, könnt ihr im Menü die Konfiguration der Waffen oder Gegenstände jederzeit verändern. Jeder kann jeder beliebige Waffe auf der Waffenseite ausrüsten. Probiert sie aus und findet eure Lieblingskombination. This will make getting the Aphis much easier. Wart mal. Ja, bestimmt oben links steht auch was. Geh mal hin. Oh, sorry. Dann, wir gehen mal hier runter. Geh mal hier hin. Geh so. So, denke. Oder wollen wir mal rechts hin? Na komm, wir gehen rechts hin. Geh mal hier über die Mana-Leiste. Zack. Und zack. Müsste okay sein, oder? Da sieht übrigens auch die Seelen oben. Hinter einem Bild in die Stadt Alfeld. Wo bin ich gekommen? Von da bin ich gekommen, gell? Das ist hier lang. Tagebuch eines Ausreisers. Ob man hier noch groß was finden kann? Einige, ja. Mit dir. Okay, ja. Er kann zaubern. Steine, was soll das? Ich bin gerade ausweichen. Hey du, suff du. Gibt doch automatische Stufenaufstiege. Okay. Dafür habe ich einen Fähigkeitspunkt. Talentpunkt. Ich wäre nochmal für Angriff. Talentpunkt, den setzen wir mal. Ist hier eigentlich noch mehr oder sind das hier alle? Ich denke mal, da kommen noch mehr dazu. So. Muss ja mehr dazu kommen als nur das. Wissen wir eigentlich lang? Da lang oder da lang? Oh, hier lang. Weg. Irgendwie schade, dass es sich automatisch gleich den nächsten anvisiert. Ach ja. Machen wir doch vorhin unten bei dem Tierchen. Aufgeregt. Oh Gott! Nicht zum Lagerfeuer zurück, aber zum Brunnen. Aber da muss ich jetzt nicht hin. Oh, was kommt?
an der Verschlingung.
Okay. So, was sagt denn hier? Wer hat ein Schild? Dann haben wir noch Deutsche. Machen wir auch 154 Angriffe, aber ich kann nicht mehr blocken. Die alles 154 Angriffe. Ja, mal den Speer testen. Geh mal die Deutschen. Deutsche. Schnell, mal austesten. Vielleicht kann ich dann parieren. Mal gucken. Ist da noch irgendwas? Sieht nicht so aus. Keiner. Ich weiß auch gar nicht, von welchem Entwicklerstudio das gerade ist. Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet. Auf jeden Fall Indie-Game. Letter. Eine große Mauer. The north wind. Such a grand city wall. This must be Aphis. Asterigos, Curse of the Stars. They must have found a way to get in somewhere around here. This is nett. Muss auf jeden Fall erst aktivieren. Was tun? Eigentlich die weiße Energiebalken da unten, das ist das Levelfortschritt. Ah. Wärter? That's? Grab der Nordwindlegion. Auf dem Grab bilden sich verschiedene Ausrüstungsgegenstände der Nordwindlegion. Ausgehend von dem Namen, die auf ihn geschrieben stehen, handelt es sich um die letzte Ruhestätte von Haftor und Unarson. This is the Northwind Legion grave. From the looks of it, it was dug recently. Hathor and Gunnarsson. I don't know why you were buried here, but may the wind guide your souls. Danke, Bubeindrag. Jetzt sind letzte Zeit auch ein großer Trend geworden bei Videospielen, dass die Hauptcharaktere immer ein Tagebuch führen, wie bei Red Dead Redemption. So. Judging by its direction, I should be able to get into the city from here. Wow. What a terrifying magical aura. Even the forest is filled with strange monsters I've never seen before. And if that's the case, the city must also be... No, don't think about that. I need to focus on completing my mission. Hier noch irgendwas? Ja, Tränke. Hier ist Silberstück. Ich habe eben einige verbraucht. To think that Hathor and Gunnarsson died. What the hell could have happened with Operation Ashwind? Their last report just mentioned someone living in Aphis. There hasn't been any word from them since. I really am worried about them. Hopefully the North Wind can guide me to my father soon. Please, I'll do anything. Ah. Da wohl passiert es. Whoa! You better not fall in. Tagebuch eines Ausreisers. I never did pass the Legion swimming test. I hate this feeling. Like the water's bottomless. Ich glaube, ich soll da lang. Das Zeichen sagt mir, dass ich da lang soll, aber ich will erst da lang. Oh, die Kiste, lass mich raten. Eigentlich habe ich die Deutsche jetzt. Ich muss nochmal zurück. Ich hab die Kiste am Anfang vergessen. Geh ich nochmal zurück? Computer sagt ja. Es sind bestimmt Materialien drin, die ich bestimmt später brauche.
Sorry für den kleinen Umweg. Aber das muss sein. Vielleicht ist meine Ausdauer mal leer. Hier nochmal zurück, Leute. Schade, dass man nicht teleportieren kann. Lettern. Ja, und sonst so, was gibt's Neues? Ja, im Moment ist spieletechnisch ja jetzt nicht so der Burner. Die Zeit geht erst los. Da ja auch bald Call of Duty kommt, werde ich auch noch ein paar Videos machen. Auch zur Kampagne wird es ein Let's Play geben. Und Gotham Knights, das weiß ich noch nicht. Ob das wirklich was ist, das Spiel. Schwer zu sagen bis jetzt. Oh, können wir ein bisschen leveln, ne? Waffen mal testen. Lass mal die hier weg. Ja, größere Reichweite auf jeden Fall. Check. Genau, hier gleich runter. Und ja, wie gesagt, Call of Duty, dann kommt ja noch jetzt bei Ankündigung Need for Speed. Unbound. Bin ich auch sehr gespannt. Wird nicht jeden Geschmack treffen, aber ich finde es ziemlich interessant. Dann, was haben wir denn noch? Callisto-Protokoll, auf das freue ich mich sehr. Und Marvel's Midnight Suns kommt noch. Ja, freue ich mich auch sehr drauf. Ich bin ein großer Marvel-Fan. Ansonsten kommt dies ja nicht mehr allzu viel, oder? Nehmen wir mal auch noch mit hier. Wow. Aber gemein. Mischst du dich jetzt ein? Ich hab schon über 7000 von dem Sternzeug. Eigentlich. Okay. Leute sind nicht schlecht. Kriegt sogar Salben von den Gegnern. Okay. Gut, jetzt können wir aber auch weitergehen. Hab ich da irgendein Spiel vergessen? Ich weiß gar nicht, kommt noch irgendwas? Glaub nicht, oder? Die größten Spiele haben sie alle auf nächstes Jahr verschoben, vor allen Dingen Hogwarts und Forspoken. Was ich echt schade finde. Aber ja, da müssen wir halt durch. Aussicht, DG Eule. Nochmal hier kurz dran. Ja, wie gesagt, ich werde zu allem natürlich auch Einblick-Videos machen. Und ja. Was mit Last of Us ist, geht eigentlich auch noch weiter, aber wann genau kann ich nicht sagen. Das wird sich zeigen. Aber ich werde es auf jeden Fall noch beenden. Vielleicht auch nächstes Wochenende schon. Mal gucken. Mal sehen, ob wir in die Stadt kommen. Können wir das ja eigentlich kaputt machen? Hier hoch. So aus. Gehen wir hier weiter. Oh, eine Leiter. Oh. Hab's nicht gesehen. Die Wand sieht kaputt aus. Ich wollte gerade aufhören und sagen, ich komme da noch nicht durch, aber anscheinend doch. War sehr offensichtlich, dass die jetzt kaputt geht. Nein, ich habe das Spiel noch nicht gespielt. Hier los. Herzfragment. Ich denke mal, das ist zum Waffen verbessern. Sieht
sieht's aber böse aus. Up ahead. That energy's different from what I've seen before. Is it some sort of magic? What the? Let us out of here! Why can't we leave? The Archon has ordered that anyone who wants to be Memphis must undergo strict investigation. I didn't spread the magic curse! I have a past and proof of assets. You have to let me leave! I do not. You need to reapply for the pass. So go to the plaza and go. Magic? Is it something that happened in Aphis? Could it be related to the curse? There are so many incredible phenomena here. Huh. Danke. Oh. Der sieht böse aus. Stop right there. Wait, are you from Aphis? And for the looks of you, you're with the Northwind Legion, but a child. You know of the Northwind Legion. Have you seen any others? No time for that now. You're coming with me. Damn it! Whoa. Definitiv ausweichen. Oh, macht der jetzt? Hey! Kann man überhaupt gegen den gewinnen? Muss verlieren. She also had this order on her, Mistress. What's more, Mistress, if you pardon my interruption, she's wearing that necklace. Very well. Let me examine her to check her magic synergy. We need to talk, outsider. Du hast mich schon erst K.O. gehauen, Junge. What is this place? By the North Wind, you all look... strange. Just who exactly are you? Are you Ephesians? Yes, we're Ephesians. Aristoi, to be precise. And it was I, Minerva, who gave the order to capture the North Wind Legion's men. Fortunately for me, you're the one we encountered. It seems this is the fate the three have bestowed upon us. What are you going to do to me? And what's an Aristoi? Easy now. Aristoi only means that we are of the noble class. What's your name, child? Hilda. Hilda. You came in the name of your country's royal house to look for Commander Harold, yes? You went through my things?
Calm yourself. There's more. I conducted a magical detection test on you. That's how I know you're no ordinary scout. You're also Harold's daughter. You? I'll take that as an admission. Moving on, then. There's something I'd like to discuss with you. Roxanne, replay the echo. Yes, mistress. Is it good, all of us? Human, as luck would have it, I'm looking for your new friend. No, not luck. I came for you. It's comforting to see you out and about, but please, stop any contact with Harold. He is of vital importance to me. Look at what you've made them do. Stop it, human. You brought chaos to the city. That is my intention. They are excellent in combat and make highly effective pawns. I plan to achieve my goal with the help of these outsiders. You're willing to destroy everything for your own agenda? Such hypocrisy coming from you. You know full well that this city is nothing but a fading illusion. Yes, a few soldiers died, but so what? Anyone who tries to stop me must hang. You go too far, human. Release those outsiders immediately. Your actions will bring danger to all of us. Pathetic. Do you honestly think I can be dissuaded by your scorn and raised voice? Our relationship is long buried. And as for Harold, he will not listen to you. He has no choice but to do what I ask. What's more, the outsiders are completely at my mercy. Is there any argument more clear? You can't help Harold, and you know it. He will not listen to you. To a certain degree, he is more tenacious than even me. Time is up. I've said all I am going to say, and I'll be taking my leave now. And Minerva, I think it would be best if we don't see each other again. Human! Ja, aber der Götter sei zu reden. Ja, dann, Koga und böser Bub. Father! What's the meaning of this? Euer Vater? Simply put, your father's legion met with danger. The Echo Stones record events that have happened in this city. They are the pure, unadulterated truth. Any questions? Man kann sogar Fragen geben. Nach den Geschehnissen in der Stadt fragen, fragen, was mit der Nordwindlegion geschehen ist und fragen, wer Feminidis ist. Erstmal nach der Stadt fragen. So, gedrückt halt. Das sind keine Menschen. Aber jetzt reden sie nicht mehr. Also nicht Englisch. Es gibt Bürger. Rückteil. Gar nicht gewöhnt. Was ist noch mit der Legion geschehen? Die Banden in der Schwarzen Straße beobachten sie seit ihrer Ankunft. Seit Axt nimmt gern Fremde gefangen, die sich in die Stadt wagen und benutzen sie für ihre Zwecke. Eure Legion ist entkommen, steckt aber nun in noch größeren Schwierigkeiten. Hat das etwas mit diesen Eumenides zu tun? Ja, alle Probleme hier haben mit ihm zu tun. Fragen, wer Eumenides ist. Wer ist dieser Mann namens Eumenides? Es klingt nicht so, als würde mein Vater freiwillig mit ihm zusammenarbeiten. Was hat das zu bedeuten? Er hat den Fluch über die Stadt gebracht und uns zu dem gemacht, was wir sind. Er hat das ganz allein der ganzen Stadt angetan. Aber soweit ich weiß, ist Aphes seit 1000 Jahren verflucht. Das heißt, ihr ist genau wie ihr vermutet. Wir leben seit 1000 Jahren in diesen leidgeprüften Körpern. Habt ihr euch noch gut gehalten? Ben, ihr lebt schon seit 1000 Jahren? Das ist unmöglich. Kurz gesagt, Eumenides ist zum jetzigen Zeitpunkt zweifellos Aphes schlauster, gefährlichster Feind. Er hat das Pflichtgefühl eures Vaters gegenüber dem Thron ausgenutzt, um die Legion zu manipulieren. Wollte weiter verhindern, dass ich eine Möglichkeit zur Aufhebung des Fluchs suche. Warum wir euch aufhalten? Welches Motiv hat er dafür? Was genau ist der Fluch und wie könnt ihr ihn loswerden? Ihr versteht, dass ihr schockiert seid, aber ihr könnt mit diesen Fragen warten. Warum? Ich habe doch noch gar nicht persönlich gefragt. Ich weiß, dass ihr mich noch
Traut, auch ich kann euch nicht völlig vertrauen. Ihr müsst zuerst euer Ansehen hier verbessern, bevor ihr offen miteinander reden könnt. Meint ihr nicht auch? Abschluss. So not only was my father threatened by this Eumenides, but he was also manipulated into doing his dirty work? But they just came to investigate Aphis. How did it end up like this? Is that so? As I see it, your people shouldn't have come here in the first place. I won't harm anyone in the Northwind Legion. However, the best thing for everyone is for all of you to leave as soon as possible. If you're willing to work with me, we may be able to end this disaster with the fewest casualties. What do you think? If it means my father and fellow soldiers will be safe, I'm willing to do whatever it takes. I see. Well then, on behalf of all the adherents here, I welcome you. For now, you can rest a while. You may also speak with the others here and get your gear and weapons in order. Once you're ready, come find me, and we'll discuss our plans for working together. Zur Base. Talent. Ab sofort könnt ihr auswählen, welches Talent ihr entwickeln wollt, um bevorzugte Waffen und Fähigkeiten zu meistern. Die Zuflucht. Dies ist die Zuflucht einer von den Anhängern kontrollierten Region. In diesem Spiel ist es hier ein sicheres Gebiet. Sprecht mit jeder Person in der Zuflucht, um mehr über Aphis zu erfahren. Minerva ist für die Anführerin der Anhänger. Sie vergibt wichtige Missionen über die Kriegstafel, die euch einen Überblick über die Situation in allen großen Regionen von Aphis verschafft. Aha. Ganz schön groß hier, ja, was ist denn das Goldene, was ich da jetzt habe? Das? Kommt man zum Leuchtfeuer zurück. Memento. Gibt auch noch Schmuckstücke. Was ich sogar habe. Warum habe ich es nicht ausgerüstet? Hatte ich die vorhin auch schon? In der Kreis. Ey, weil. Outfit. Das ist, glaube ich, Vorbesteller-Set. Machen wir das. Ja. Tagebuch, Archiv. Klar. Sieht jetzt fast aus wie Game of Thrones hier. Deine. Oh. War nicht geplant. Drei Moment nur die drei zu sein. So. Oh, war auch noch jemand? Soldaten. Kann ja aber nichts machen. Seid ihr hier? Die reden nicht mit mir. Scheinen nur die drei mit mir reden zu wollen. Aktivieren. Du wirst irgendwann ein Waffenhändler sein, so wie ich das sehe. Ja, da reden wir mal hier mit den Schmied. Mit dem. Sprechen. Hello, is there anything I can. Sorry, sweetie. Your appearance gave me quite. Though I'm probably the one who'd scare you. It's alright. I'm not. You're pretty brave. Not all the adherents are so accepting. Guess you're not the average outsider, are you? I'm Vulcane. I'm the smith here. I'm also in charge of our weapons and arm. I'm pretty good, if I do say so myself. Vulcan, die Schmiedin. Vulcane ist die Schmiedin der Zuflucht. Mit aphesischer Technologie kann sie Idas Waffen verbessern und ihre Kampfkraft erhöhen. Vulcane kann auch schützende Schmuckstücke herstellen, ja. Sag mal, was hey, sweetie, so? What's up? Waffen verbessern. Brauchst du dafür? Du brauchst die Sternenlied-Erz. Jetzt natürlich die Frage, auf was für Waffen ich gehe. Gibt auch Armreif? Ha? Auf was gehe ich? Ich meine, hier kann ich blocken. Oder ich mache halt einen auf Sekiro, beziehungsweise auf Bloodborne. Weich nur aus. Wieder Ausdauer. Konnte man Ausdauer leveln? Weiß ich gar nicht.
Warte, bevor ich das mache. Thank you. Da muss ich nochmal kurz gucken, ob es Ausdauer gab. Wo war jetzt der Tisch? Ist er jetzt hier? Okay. So, das Leuchtfeuer. Da. Wenn ich auf Schild verzichte, brauche ich definitiv mehr Ausdauer. Halt. Raus. Noch im Menü. Ich sehe hier eigentlich nur Angriff, LP, FSR und ASPR. Aber wenn ich auf Tipp gehe, habe ich viel mehr. Konstitution. Aber maximal Leben. Schaden. Der Unterschied zwischen Konstitution und LP ist doch genau dasselbe. Ja, leiden könnt und das erhöhen. Nichts mit Ausdauer. Der Speer ist eigentlich ganz geil, der hat eine schöne Reichweite. Aber gar nicht so schlecht finde. Hammer, was ist denn Armreif? Okay, aber das wird zu kurz. Ja. Das ist natürlich schon noch Fernangriff, das ist nicht schlecht. Weil. Hammer scheint halt sehr machtvoll zu sein. Ich denke mal, mit dem Speer kann ich parieren. Was ich sehr gut finde. Ich glaube, ich werde den Stab nehmen. Weil auf Entfernung angreifen zu können, ist auch nicht schlecht. Ja. Machen wir mal Speer und Stab. Hey, Sweetie, what's up? So, mach mal bitte den Speer. Kostet mich auch 750 Seelen. 2000. Jetzt brauche ich schon als nächstes Orealkosserz. Hätte ich sogar zwei. Machen wir Stab. Oh. Thank you. So, gucken wir nochmal weiter um. Was haben wir hier? Ich denke mal, wir werden hier später noch sehr viele Möglichkeiten haben. Okay. Oder reden wir jetzt mal mit den dreien. Did I disturb your sleep? I'm very much awake. But first, welcome to our home. I'm the steward here. Luckily for you, of course, if you'd like to chat with me and I happen to have some free time, I can tell you some things about this city. All right, no problem. If I may be so, why are you, a girl, coming here as a warrior? In our country, anybody can be a warrior. I don't understand what you mean. So you willingly cast off your... Let's talk about something else, child. Otherwise my... Roxane, die Verwalterin. Roxane ist die Hauptverwalterin der Anhänger. Sie hilft bei der Analyse von Echostein, die wichtige Informationen zur Gegenwart und Vergangenheit von Aphes enthalten. Roxane unterstützt euch auch bei der Verwaltung des Lagers. Alle Gegenstände, die die Kapazität eures Rucksacks überschreiten, werden hier gelagert. Ihr erhaltet diese Gegenstände von Roxane, wenn ihr Zuflucht zurückkehrt. Okay. What can I do for you? Lager, ist da schon was drin? Ich habe 13 in der Tasche von 16 und 9 im Lager. Das heißt, ich kann 16 mitnehmen. Echo. Okay. Verlassen.
mind your manners. Komisch, vorhin konnte ich 20 noch mitnehmen von dem Fleisch. Es geht nur 16. Ich. Was bist du für einer? Du hast mich besiegt. Arsch. Aber er wäre theoretisch auch machbar gewesen, wenn man gut ausweicht. I was a bit dizzy when I came to, but I'm all right now. Impressive. Indeed. The Northwind Legion are hand-picked elite warriors. So you shouldn't have been comparing me to That's not what... Your aptitude for magic isn't very high. But your proficiency and... How about a formal introduction? I'm Bion, Mistress Minerva's guard captain. I'm in charge of work arrangements and operational... I'm also the one who retrieved that echo you... Now then, aside from tips on how to defeat me... Bion, der Wachhauptmann. Bion ist der Hauptmann von Minervas Wache und somit für alle Soldaten der Anhänger verantwortlich. Er liefert euch Informationen zur Mission und dient auch als Kampfausbildungspartner. Yes. Über Taktiken und Training sprechen. Feel like sparring. Okay, das müssen wir ja nicht jetzt machen. The glory of the three. Gut, ja, da reden wir mal mit Minerva außer mir. Agieren. What do you think of the shelter? It's a solid base. I'm all ready now. Good. Then come. Let's talk about our deal. What's there to talk about? Your goal is to find Harold and ask the Legion to withdraw. My goal is lifting Asteragos, the curse that has haunted this city. Fortunately, I have a few Echo Stones here that Bion has collected. They're all convers- With these echoes, we can deduce where they've been and what they're- You won't give me them for free. Indeed. Until I can guarantee you won't cause any threats to the adherents, I plan to use these as- Without the adherents' help, you cannot possibly find- Alright, it seems I don't have a choice. At least I'm interested in you all, and this city. Your curiosity truly is extraordinary. Is there anything else you'd like to know? If not, we can get down to business. Kann man auch viel reden hier. Ja, okay, das ist jetzt nicht, für euch jetzt nicht so wichtig. Lese ich mir dann selber irgendwann selber durch. Für mich dann. I'm ready. Now. Fliegen wir los. How are we going to? I'm glad we can come to an arrangement. Since you dared to sneak into Aphis alone, I'm sure asking you to enter enemy territory. Let's take this to the war table. I'll explain things to you. Kriegstafel. Schwarze Straße, Gebietsbeschreibung. Die Schwarze Straße befindet sich zwischen der inneren und äußeren Stadtmauer und waren schon immer von Sklaven, Armen und Verbrechern bevölkert. Nach Asterigos Fall Barat der Streitachs einen Aufstand unter den Bewohnern der Schwarzen Straße anzuzetteln. Da die Aphis-Legion das Gebiet schon lange verlassen hatte, wurde die Schwarze Straße zu einem rechtsfreien Zone. Im Moment auch die einzige Quest, die ich nehmen kann. Ja. First, you need to go to the Black Streets and find the shifting stone that was stolen by the War Axe. Werden wir das wohl machen müssen. Not too long ago, one of Barad's men claimed it while looting. We must take it back. The War Axe is a power that we must not ignore. Their leader, Barad, even calls himself Lord of the Black Streets. You'd best keep a low profile while carrying this out. If Barad notices the adherents, it'll be bad for both of us. Alles klar, let's go. Take this glimmer. It'll help light your way. This is magic! It's amazing! Und da jetzt rechts There's alles. Still more. Make the most of it. Back to the matter at hand. Follow the passage on my left, and you'll see the entrance to the sewer. If you follow the sewer, you'll arrive at the entrance to the Black Streets. That's where we've arranged to meet Quintus. All right. If there's anything else you'd like to ask about, you can come to me, Bion, or Roxanne at any time. Got it. Schwarze Straße, okay, let's go. Hilda? Time is of the essence. Schimmer. Der Schimmer kann Hildas Umgebung erhellen. Wenn ihr die entsprechende Schnellweit-Taste belegt habt, könnt ihr den Schimmer mit L3 aktivieren und deaktivieren. Ihr könnt auch ein Gegenstandsmenü verwenden. Öffnet das Menü, wählt Systemoptionen. Ja, okay. Ah.
Trefft euch am Eingang der Kanalisation mit Quintus. Oh, hier unten ist die, glaube ich, ne? Ja, da. Und das muss soweit fertig. Was hat die uns eigentlich eben alles gegeben? Das hier. Ja. Rodo-Symbol. Teleportiert den Anwender zur Stellar-Zufahrer, der was abgeschlossen ist, weil der Gegenstand verbraucht. Also kommt man sofort zurück zum Hub. Okay. Best. Gehen wir mal in die Kanalisation. Ich glaube, das ist hier unten irgendwo. War nicht, weil hier geht's nicht weiter. Lieber was versteckt. Frech. Hätten sie auch ruhig noch größer machen können. Da scheint es auch nicht weiter zu gehen. Ich guck trotzdem mal, vielleicht finde ich ja irgendwas Schönes. Geht aber nicht danach raus. Oder? Öffnen. Müsst ihr von der anderen Seite öffnen. Oh. Vielleicht. Eigentlich haben wir auch noch nicht geguckt. Zivilist. Ihr habt es ja gemütlich hier. Eingang. Die Tür hier? Nee. Ja Leute, ihr müsst mir schon sagen, wo ich hin soll. Sonst ist es mich ja dumm und dämlich. Das ist ja ganz schön großes. Ja, wir werden schon irgendwann finden. Irgendwann. Das hier? Nein. Du Quintus. Arkes Bazaar. Okay. Die scheinen auch noch später wichtig zu werden für eine Quest. Was denn hier? Was war eigentlich von hier mit dem Licht? Würde ich ja hier irgendwo einstellen, oder? Eingabe, hier. Was? Licht aktivieren. Ah. L3 kann ich jetzt machen. Aber jetzt kann ich ja gar nicht mehr rennen. Oh Gott. Renn ich da jetzt? Selten. Oh Leute. Der Stab kann sogar. Das ist ja nice. Cool. Ach, mit R2 renne ich jetzt. Ah, okay. Hier scheint richtig zu sein. Das ist ja nett. Ich wollte schon fragen, ob es eigentlich auch einen Bogen gibt, aber anscheinend gibt es den nicht. Hey, bleib mal an. Dunkel. Hätte noch eine Wand sein können. Ring. Ring. Drückkreis, während ihr R2 gedrückt haltet. Hilda kann über bestimmte Terrain springen. Passt aber auf, dass ihr dabei nicht den Halt verliert. Hilda sieht nach vorne. Okay.
Warum soll ich springen, wenn ich da auch rüberlaufen kann? So viel darüber wahrscheinlich. Danke. Komme ich sogar dran. Ether-Split. Ah, gerade so. Interessant. Ohne Nebelwand. Okay, kommt jetzt ein Boss. Das. Ich muss. Auf durch. Muss ich dann nach oben gucken, um Sachen runterzuschießen oder wie? Ups. Da muss ich mich erst noch gewöhnen. Licht wieder an. Licht? Ja. Sonst noch irgendwas hier? Zehn Tränke. Nicht die Welt. Is this the end of the sewer? This is where we were supposed to meet, right? Is that writing on the ground? Something happened at Quintus Storage in the Black Streets. I need to go back. Help. Quintus. He just left this and ran? And what's Quintus Storage? Should I tell Minerva, or should I ask around the Black Streets to find where this Quintus storage place is? Selber nach. Wird das heißen? Hier darf ich wahrscheinlich nicht über. Nope. Schlechte Idee. Nee, die Nebelwand ist weg. Geht mich doch nicht so. Was jetzt? Was hier so viele Gegner gibt. Gedo! Da ist wieder ein Echo. Hier gucken. Silberstück. Geht's nicht mehr. Wo das Maximallevel im Spiel ist. Anstiftung. Friends, the other story have abandoned you, and not for the first time. How long must we suffer? Is it because we are not angry enough? Have we not lost enough loved ones? Or have we just not suffered enough from this damnable curse? Look at what humanity has done! This is what we get for trusting the Aristoi. This does not provoke resistance, and I know what you truly lack. Weapons to fight back. Not just the killing devices, the courage, or the alcohol. No, I'm talking about the most devastating weapon of all, strategy. We need a flawless strategy. One that ensures our revolution is successful. A strategy that can bring stability and security to the Black Streets. Do you trust me? Do you want me to provide an answer? To provide hope? Then rally to me! Fight for our dignity! Fight for our survival! Huh. Oh, du kannst jetzt aus. Glaube ich hell genug mittlerweile. Eine große Axt.
Kann es auch, dass das Spiel an sich keine Open World bietet, sondern wahrscheinlich eher so. Hey, ma'am! Spare some Stardust? Dark Souls-mäßig, so Schlauchlevel. What? Hey, wait! You're an outsider! No! Hey. Useless piece of trash! The only good you are is as food! Huh? Outsider? Looks like you're new here. Unlucky for you. You won't get away this time. Man kommt dir nicht davon. What? They really did all turn to stardust. Just like those animals affected by the magic outside the city. Vielleicht mal meinen Stab probieren. Jede Ecke gucken. Ja, sieht groß aus da. So in der Qualität, ich spiele auf der PS5. Warum steht hier X für Tastatur? Eine PS5? Jetzt ist auf einmal. Es ist Release-Tag. PS5-Version, keine PC-Version. Tauschen. Das sind echt viele Leute, ey. Stab ist gut. Gefällt mir sehr gut. Halt Ausdauer der Schuss. Den will ich nicht. So, er hat die Ruhe weg. Er hält aus hier. Reitachs Schwarzstein. Gesehen gibst du? 206. Das Spiel macht an sich einen sehr guten Eindruck. Klar, an die Grafik muss man sich halt gewöhnen. Bisschen schwerfällig läuft das hier alles ein bisschen, finde ich. Sachen zu werfen. Cool. Mach gleich mit. Schild. Alles Lappen. Ich muss hier mal hingehen. Läuft der Arne auf mich. Kleiner.
ich rechts unten jetzt einen blauen Punkt und dachte mit der. Stab echt gut. Hätte ich nicht gedacht. Ja. Hey, da ist eine unsichtbare Wand. Those voices coming from upstairs. Did they mention Quintus? Ich glaube, ich bin sogar gerade richtig. Hingefallen. Oh, ich mag das Herz. Ich glaube, ich bin sogar richtig. Aber ich würde gerne unten nochmal gucken. Ups. Nicht da aus. Ja, sieht man auch da. Blaue Symbole zeigen einem immer anscheinend den richtigen Weg. Ich will noch nicht. Aua. Bin ich gesprungen. Ich wollte noch nicht hoch. Hier geht es unten auch nochmal. Das habe ich gesehen. Das Ding. Oh, das Symbol. Okay. Das ist eine... benötigt einen speziellen Schlüssel. Ich glaube, hier sollte ich auch noch gar nicht hin. Wir können ja schon mal gucken. Und beide down. Sehr stark die Attacke. Die andere Seite öffnen, okay. Dann gehen wir mal zurück. Denn hier haben wir noch nichts zu suchen. Ghetto. Schau mal hier gucken. Ja. Hey, hier. Is that a human? Wirklich. Was ihr denn? Hunde. Ich will mal parieren. Ja, man kann parieren. Und sehr stark zurückschlagen. Weil lang geht. ETF. Da ist auch noch ein Echo. R2 ist Rennen. Oh, das Echo noch ein. Come check this out. We found this creature on the streets.
seems like he can understand us. Could it be one of the monsters the Ed just created? It's not a member of the Ethers, but a victim of the experiment that escaped from Skiffs. Huh? Oh, interesting. It appears to want to work for me. Do you really want this thing to work? Is that a problem? I, a Robert, not reject anyone who asks for help. So from now on, you work for me. What job should I give you? Maybe a century? Boss, say no one wants to work with this monster. We don't even know if it needs people. He says he promises to be loyal, and that he doesn't eat people. Any more questions? We got it, but he... What are you afraid of? You call him a monster, but most monsters look just like you and me. The real monsters are handsome, wear fine clothes, and speak sweet nothings. They are the ones who will eat you alive. If you don't fear them, why does this child scare you? I've made my decision. Let him go on patrol. I'm confident he'll become a more valuable asset than any of you. Gut, gehen wir mal zu diesem Quintus. Ich werde es nie lernen. Ey. Okay, du musst noch nicht anvisieren. Hoch? Nein. Ich glaube, ich muss von oben kommen. Hier ist ja eh alles geklärt jetzt. Quintus Lagerraum. Haben wir gleich per Zufall den richtigen Weg genommen. Help! You'll pay for what you did, Quintus. I can explain everything. No more chances. Decimate. Let him go! Lauf oder was? Gut, die Waffe abgegradet habe. Nee, nix. Immer noch nix. Oh, frech. Du willst ein... Okay. Ich will eigentlich bis parieren üben. Hört aber auch schnell ein. Jetzt. That was a close call. Hallo Quintus. Ist hier noch irgendwas für mich hier? Nein. You're Quintus. Ah, thank you, kind stranger. I am Quintus. You saved me. I am forever in your debts and at your service. Good. I was sent by the adherents to ask you to uphold your word and tell me the whereabouts of the Shifting Stone. Huh? The adherents sent you? So they brought in an outsider to help them. How strange. Please, tell me more, friend. No, just tell me what I need to know. Oh, that's... I see, friend. How can this humble servant be of service, friend? Fragen, wo sich der Wandelstein befindet. According to the plan, you're to tell me more about the Shifting Stone. Right, right. You certainly are serious, friend.
But the situation has changed. The Warax heard that someone wanted to take the Shifting Stone, so they moved it from their warehouse. Do you know where? Within their fortress, but you can't just waltz right in. You worry too much. So, what is your plan? It's clear why the mistress chose you. It's so strong. We should probably help each other out more. What do you mean? The mistress promised me that after I tell you about the Shifting Stone, I'll be able to freely enter and leave the shelter. Beyond providing information, I sometimes sell various goods. You would love them, friend. This is the first I've heard of any such promise. It was a private agreement. Of course you... Great. So now I have to protect you, too. Don't worry. Just keep moving forward. This is getting more and more troublesome. I'll help you on your mission. Was man hier alles fragen kann. I can get into their encampment. Leave the rest. They've probably raised their security by now, but luckily, follow the tunnel behind me to get inside the inner city rampart. It'll be... The inner city rampart was once held by the Legion, but pressure from other factions forced them to withdraw. Now, the Warax have taken it for themselves and built multiple passages. So this will put me behind them. That's right, but the inner city rampart is very dark. Also, there seems to be a lot of flour left over from 1,000 years ago. Flour that's been around for 1,000 years? Yes, because it's been... Finally, while you sneak in, I'll ask around and see if I can... After everything that's happened, you still want to come with me? You sure are easy. Well, they raised my shop. I would like a little something. Also, you will be leading the way. By the way, here's a small gift. What is it? Why are you giving it to me? Please, friend, don't act so surprised. It's highly... Elementarzauberit. Elementarzauberit könnt ihr das Element eurer Angriffe ändern. Jeder Gegner ist für ein anderes Element besonders anfällig. Erlangt die Oberhand, indem ihr das Element während des Kampfes wechselt. Nach oben Dreiecke zum Astral, Feuer, Eis und Donnerelement. Okay. One more thing. I piled up some obstacles to block the Warax. You can just clear them as you go. Da bin ich jetzt nach oben. Dann ist es jetzt Feuer. Verzauber. Hier ist es Astral. Was ja die ganze Zeit schon war. Wird sogar tiefgründiger das Spiel, als ich gedacht hätte. Hier unten müsste schon gewesen sein. Mach den Müll hier weg. Guck. Ja, da will ich jetzt nicht dran, weil da leben ja alle wieder. When they're finished dealing with Quintus up there, tell them to hurry back to me. And keep an eye out for signs of any outsiders trespass. Got it, boss! Hätte auch echt ein Herr der Ringe Spiel sein können. Es hätten alles Orks sein, ja. Da chillt einer da oben. Können ja wohl nicht wahrstellen. Aufgeladene Bombe. Das da auch kaputt machen? Nee. So, weißt du, was ich jetzt mal mache? Ich habe Material bekommen, um Waffen zu verbessern. Also, ich würde mal kurz hier ausruhen. Was denn? Ich würde jetzt mal so ein Ding benutzen. Also, dass mein Lager irgendwann mal voll ist.
Weil ich habe ja nur 2, 4, 6, 12 Plätze. Ich würde mal das benutzen wollen. Haben sich aber auch schon sehr stark von diesem Phoenix Rising inspirieren lassen, oder? Was die Optik angeht. Ich glaube, ich muss zwar das ganze Gebiet nochmal neu machen, aber ich würde gerne meine Waffen verbessern. Lernst du die? Hurricane, ich habe da nochmal was zum Verbessern. Hey, Sweetie, what's up? Könntest du doch mal meinen Speer? Nein, ich habe nur 2 von 5. Schade. Ich dachte, es hätte schon gereicht. Schmuckstücke. Oh, was brauchen wir denn hier alles? Schade. Gott, physisch, astral, Feuer, Eis und Donner. Also, die wollen gleich 2000 haben an Seelen. Schade, ich kann doch nichts verbessern. Verdammt. Sternenlied-Herzfragment brauche ich. Na gut, dann war es außer Spesen nichts gewesen. Alter. Na gut, dann gehen wir jetzt wieder zurück. Weil wir ja eh bald am Ende angekommen sind. Mit dem Einblick. Aber halt, nee, war da drüben, war das ja. Und. Ich frage mich aber, ob man irgendwie. Oh, ich habe Punkte bekommen. Ob man doch irgendwie noch die Ausdauer erhöhen kann. Ich habe schon vergessen, was FSR war. Fertigkeit, Schadensrate. Rate, mit der ihr zusätzlich Schaden durch eure Fertigkeit verursachen könnt. S3-Punkte, Regeneration. Rate, mit der ihr zusätzliche ASP durch normale Angriffe. Ist auch wichtig. Aber wir machen mal Konstitution hoch. So. Ja, jetzt kommt der nächste Baum. Kacke. Was ist das? Gemetzel. Spiel ist echt tiefgründiger, als ich überhaupt vermutet hätte. Das ist cool. Abwehrfenster des Sperrs wird erhöht. Nehme ich. Was haben wir hier eigentlich so alles? Sperr ist ja das hier unten. Unvoller Konter. Viele Fertigkeiten und so haben auch negative Seiten. Finde ich ganz schön krass. Magische Sense. Ja, ich muss zugeben, das Spiel ist. Die haben sich den Kopf gemacht. Definitiv. Vielleicht schade, dass man nicht. Teleportieren kann. Also man muss jedes Mal den Weg neu laufen. Das ist hart. Vielleicht kommt später ja noch die Fähigkeit zu teleportieren, aber im Moment geht's leider noch nicht. Hier ist. Da komme ich noch nicht hin. Müsste jetzt ja theoretisch alle wieder leben. Der hier auch nochmal? Warum er davon herkam? Nee.
Morgensterne-Elixier. Ich wusste, dass irgendwas geben wie. Was ist denn das jetzt? Gewährt dauerhaft einen zusätzlichen Attributpunkt. Ich glaube, ich gehe auf Tierjagd. Ich glaube zwar nicht, dass sie das immer fallen lassen, aber ich finde das schon mal sehr nett. Alter, auch ganz schön viel aus, klein. Hier drinnen kann, glaube ich, nichts sein, oder? Das sieht nicht so aus. Ah, ist eine Kiste. Der scheint nicht böse zu sein. Alter, wo man hier noch überall hingehen kann. Alter Schwede. Da wie das für ein Entwicklerstudio, also ein Indie-Entwickler ist. Echt nice. Scheiße, ich komme nicht mehr hoch. Ja. Aber ich muss wieder ganz zurück, ja. Dann. Ich werde das kleine Gemüse hier wegmachen. Headshot. Also an Salbenwerten wird hier echt nicht gespart. Das war frech, die Attacke kann ich noch nicht. Und Level up. Achso, wir können ja eigentlich auch mal mit dem Feuer und so spielen, gell? Was Feuer bei denen anrichtet. Mal testen. Naja, 121. Das macht. Nee, also Astral sind sie schwächer. Wenigstes Silberschmuckstück. Wichtiger Gegenstand. Okay. Aber Leute, ich würde sagen, wir beenden den Einblick jetzt mal in Asterigos Curse of the Stars. Also mein Fazit ist, mir gefällt es sehr gut. Das Kämpfen ist leider ein bisschen träger, aber man gewöhnt sich dran. Für 35 Euro kann ich es definitiv empfehlen. Da macht ihr nichts falsch. Es scheint auch sehr komplex zu gehen, das Spiel. Also im späteren Verlauf. Und ja, wie gesagt, es gibt Schwierigkeitsgrad. Für die Leute, die mit Souls-like nichts anfangen können, können trotzdem das Spiel spielen. Sollen sich davon nicht abschrecken lassen. Ich finde, ich mag die Souls-Reihe, aber ich habe auch nichts dagegen, wenn man selber entscheiden kann, wie der Schwierigkeitsgrad ist. Ich finde, diese Wahl sollte man immer haben. Es gibt Leute, die sich keine Zeit und Geduld haben für sowas, und es gibt halt Leute, die es halt können. Wenn ihr versteht, was ich meine. Gönnt's euch. 35 Euro ist echt nicht viel. Es kommt eigentlich am Dienstag raus, aber wer vorbestellt hat, kann es ab heute spielen. Und ich meine, ich glaube, ihr könnt es sogar, ich kann dann mal kurz gucken für euch, trotzdem heute schon kaufen und spielen. Na gut, bei mir ist jetzt... Schauen wir mal. Nee, es ist offiziell draußen heute. Was witzig ist, weil ursprünglich ja eigentlich mal der Release am Dienstag wäre. Vorbestellt hat man 3 Tage vorher bekommen. Okay. Sollte wohl nichts so sein. Ich habe noch ein Spiel vergessen, fällt mir gerade so auf, was ich hier sehe. Final Fantasy Crisis Core. Da würde ich sogar eventuell ankündigen, dass ich zu dem Spiel, wie beim Final Fantasy VII Remake, ein 24-Stunden-Stream habe. Versprechen tue ich es nicht, aber es ist wahrscheinlich. Und ich sehe gerade auch noch, dass das neue Dark Picture Spiel dieses Jahr ja auch noch kommt. Ja, gut. Also wie gesagt, für mich definitiv eine klare Kaufempfehlung. Wer mit solchen Spielen und mit dieser Optik was anfangen kann. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns dann beim nächsten Spiel wieder, was dann entweder Last of Us sein wird oder dann wahrscheinlich
Gotham Knights oder Call of Duty. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr da wieder einschaltet. Und bis dahin. Nee, gerade wenn man Pause macht, geht das Spiel trotzdem weiter. Bei Dark Souls. Bis dahin, haut rein. Euer Doomsday hier auf dem neuen Kanal. Neuen Kanal? Reingeschaut. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.